Hallo, Stefan Petrik hier und willkommen zum neuen Video. Heute lernen wir, wie angekündigt, endlich mal etwas Neues für die Anschlagshand. Das heißt für Rechtshänder die rechte Hand und für Linkshänder die entsprechend andere Hand. Und später im Video zeige ich dir noch, wie du Blowing in the Wind von Bob Dylan mit dieser neuen Anschlagstechnik begleiten kannst. Apropos Linkshänder, du weißt, ich bin einer und lerne nur so zum Spaß mal rechtsrum Gitarre spielen. Aber ab jetzt mache ich das so, dass wenn es etwas Neues zum Lernen gibt, so wie heute, ich das zuerst einmal in meiner richtigen Gitarrenhaltung, also in der linkshändigen Gitarrenhaltung vormache, weil rechtsrum klappt das ja bei mir selbst noch nicht so richtig. Dann wirkt es wenigstens nicht ganz so dilettantisch, als wenn ich dir etwas beibringen will, was ich ja selbst noch nicht kann. Im Übungsteil selbst mache ich das dann natürlich weiterhin rechtsrum. Das ist ja auch mit der Sinn dieses Vlogs. Und Achtung für alle, die es noch nicht wissen. Der Lohn eines YouTubers ist dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Kostet dich überhaupt nichts und ist für mich und für alle YouTuber quasi überlebensnotwendig. Also nicht lange überlegen, einfach machen und weiter geht's. Okay, heute lernen wir in unserem Peter Bursch Gitarrenbuch die Bassbegleitung. Hierbei zupfst du mit dem Daumen deiner Anschlagshand den Basston des jeweiligen Akkordes an und schlägst danach die restlichen Saiten an. Laut Gitarrenbuch werden dann auch die restlichen Saiten mit dem Daumen angeschlagen. Wie du aber von meinem Video schon kennst, schlage ich so nicht an, sondern mache meine Abschläge grundsätzlich mit dem Zeigefingernagel. So, und das mache ich jetzt alles mal vor mit einer zweiten Kamera. Yeah. Jetzt musst du natürlich nur noch wissen, welcher Ton denn der Basston ist. Beim A-Dur die A-Seite, die leere A-Seite, mit dem Daumen anschlagen, das ist dein Basston. Und mit dem Zeigefingernagel die restlichen Saiten. Beim D-Dur ist dein Basston die leere D-Seite. Also diese hier mit dem Daumen anschlagen. Und dann wieder die restlichen Saiten mit dem Zeigefinger. Und dann hätten wir noch das E-Dur. Wahrscheinlich der einfachste Akkord für diese Art der Begleitung, weil es ist gar nicht so einfach, mit dem Daumen immer die richtige Seite zu treffen, wirst du noch merken. Oder ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen? Beim E-Dur ist die E-Seite der Basston. Und danach wieder mit dem Zeigefinger die restlichen Saiten. Noch einmal. Ja, klappt doch super, zumindest mit der linken Hand. Aber ab jetzt geht es für mich wieder mit dieser Gitarre hier weiter, der rechtshändigen. Beim D-Dur. E-Dur. Baum. Ab hier gehen mal wieder meine 10 Minuten los. Die täglichen 10 Minuten Übungszeit. Kennst du ja schon. Machst du hoffentlich genauso, also mindestens 10 Minuten. Ne? Ich mache nur 10 Minuten, weil ich mir vorgenommen habe, das muss reichen, 10 Minuten, ja, jeden Tag.
Ja, durch das, dass man sich wieder auf was anderes konzentriert mit seiner Anschlagshand, ist das mit dem, verlässt einen so ein bisschen wieder die Automatik, die man gedacht hatte, dass man die schon ein bisschen hat beim Wechseln. Ja, die ist dann schon wieder, da merkt man denkt trotzdem noch, der Kopf spielt noch eine Rolle dabei beim Greifen. Ne? Wurde ja schon nachgefragt, auf meinen Fingern ist jetzt tatsächlich etwas Hornhaut drauf. Das hilft mir hier beim Spielen sehr, weil es nicht mehr so weh tut. Auf der anderen Seite sind die Finger auch ein bisschen taub. Das ist mir hier noch gar nicht so aufgefallen, dass die Fingerspitzen ja taub sind. Jetzt sind sie ja auch taub. Und das ist jetzt, wenn ich jetzt in meiner richtigen Haltung ein Lied zupfe, etwas ungewohnt. Also da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Das ist tatsächlich ein bisschen seltsam. Meine Übung jetzt ist, was habe ich jetzt gemacht? A, D, A, E im Wechsel immer einen Takt. Das heißt 1, 2, 3, 4, dann D, ein Takt, A, ein Takt, E, ein Takt und wieder von vorne. A, D, A, E. Das mache ich jetzt mal eine Zeit lang. Heute sowieso und morgen kümmern wir uns mal um Blowing in the Wind dann. Jawohl. Aber jetzt erstmal nur A, D, A, E. Nee, ist nicht langweilig. Nee, es ist erst dann langweilig, wenn du das so gut kannst, dass du überhaupt nicht mehr drüber nachdenkst, was du da machst. Dann ist es langweilig, das zu machen. Solange du es nicht kannst, ist es überhaupt nicht langweilig. Ja. Heute geht es einmal um das dritte Lied mit drei Akkorden, A, D und E und auch dieser Bassbegleitung, die wir gestern gelernt haben. Blowing in the Wind von Bob Dylan. Das Lied findest du auf Seite 34 in unserem Peter Busch Gitarrenbuch und den Ablauf gehe ich wie immer mal hier taktweise durch. Erster Takt A-Dur. Den Takt mal verständlich zu machen, hier jetzt mal nur Abschläge pro Takt, so wie wir es gewohnt sind. 4 Abschläge pro Takt. Das heißt, ohne die Bassbegleitung zuerst mal. Ohne Bassbegleitung. Das heißt, 4 Schläge. A-Dur. 1, 2, 3, 4. Danach 4 Schläge. D-Dur. 2, 3, 4. Und dann wieder 4 Schläge. A-Dur. Und nochmal ein Takt. A-Dur mit 4 Schlägen.
Und dann noch ein Takt A-Dur. Dann wieder ein Takt D-Dur. Und zwei Takte E-Dur. Das Ganze dann nochmal A-Dur, dann wieder D-Dur und jetzt wieder drei Takte A-Dur. Ein Takt D-Dur und zwei Takte E-Dur. Und dann das Ganze nochmal. Da probiere ich jetzt gleich mal die Bassbegleitung dazu. Das waren vier Schläge. Jetzt vier Schläge D. 1, 2, 3, 4. Und jetzt wieder drei Takte A-Dur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ein Takt D-Dur. 2, 3, 4. Und zwei Takte E-Dur. 1, 2, 3, 4. Das war schon die ganze Strophe. Im Refrain ein Takt D-Dur, ein Takt E-Dur, zwei Takte A-Dur, ein Takt D-Dur, ein Takt E-Dur. Zwei Takte A-Dur. Ja, das ist jetzt unsere Übung für den Rest der Woche und auch meine Übung für den Rest der nächsten Woche, weil ich bin jetzt erstmal vier Tage nicht da und komme nicht zum Üben und hoffe, dass ich nicht allzu viel verlerne und werde den Rest dann am Ende der nächsten Woche nachholen. Ja, tolle Sache, vier Tage nicht geübt, weil ich war ja vier Tage nicht da. Fühlt sich alles gleich wieder etwas ungewohnter an. Zeigt einem einfach, längere Pausen, ein paar Tage Pause sind einfach schon zu viel, zumindest in der Anfangszeit, und muss einfach dranbleiben, um dann nicht wieder irgendwie das Gefühl zu haben, man fängt von vorne an. Und jeden Tag am besten, vielleicht mal einen Tag Pause zwischendurch, das ist okay, aber ansonsten doch regelmäßig, und ich bin immer noch bei meinen 10 Minuten am Tag.
Hab ja gesagt, ich will nicht mehr machen. Okay, morgen geht's weiter. Lampe, was machst du für Geräusche? Und dann machen wir das Ganze nochmal. Mein Fazit von dieser Woche: Gitarre lernen ist eine Quälerei. In der nächsten Woche geht es dann um einen neuen Akkord, der da heißt, Moment, der heißt B7 oder wie man in Deutschland auch sagt, H7, weil wir so ganz speziell sind.